Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. So, jetzt sind wir 2 Tage unterwegs gewesen. Und wir sind von da gekommen. Also auf der anderen Seite von den Bergen da hinten. Hier durch und über den Steg zwischen den Meeren. Und da kam ich hier hoch und hab das Dorf gefunden. Okay. Da können wir mal gucken, was wir bei denen jetzt plündern können. Ob die auch gute Samen haben, die wir später verwenden können. Also die Gegend hier ist nicht so das Wahre. Ist jetzt nicht, was mir gefällt. Also wird nur geplündert. Da, mal schauen, was haben die Jungs? Karotten. Dann ist Weizen. Karotten. Weizen. Hier, alt. Ah, Redberry-Pfeffer. Was haben wir denn? Was haben wir denn im Rucksack? Also hier haben wir den Chili-Pepper. Ja, ich glaube nicht. Nee, haben wir glaube ich nicht, ne? Und im Rucksack haben wir auch nichts. Also, plündern. Die nehmen wir mit. Also lassen wir den Weizen, Karotten. Wie viel haben wir denn noch zu essen? Also hier haben wir jetzt nichts mehr. Da haben wir noch Wheat und im Rucksack haben wir ein paar Potatoes. Da haben wir noch Wheat. Dann würde ich jetzt sagen, dann brauchen wir nicht unbedingt die Sachen. Hier ist nur Wheat. Da ist noch ein Feld. Aha. Keine Ahnung, was das ist. Das nehmen wir mit. Super. Und hier sind Karotten. Karotten. Habt ihr noch ein Feld? Ja. Und hier sind Karotten. Oh, gut. Und Kartoffeln. Jetzt habt ihr nichts mehr. Schwache Ausbeute. Okay, habt ihr wenigstens ein paar Kisten? Schauen wir mal, ob ihr überhaupt Häuser wohl reinkommt. Oder sind die wieder in der Luft gespawnt? Ist hier ein Haus? Ja, ist toll. Wer wohnt in deiner Tür? Nein. Ja, da kannst du nichts für, ne? Ja, ihr seid zu zweit, da könnt ihr ruhig drin wohnen. Dann wird's nicht langweilig. Hier ist auch nichts. Haben wir einen Schmied? Was ist das? Da ist wieder noch ein Crafting Table, ne? Ja, das ist wieder dieser Bücherschrank. Und ein Crafting Table. Das interessiert mich. Das ist ein kleiner Häuschen, ne? Ja. Super. Kein Schmied, schade. Okay, dann machen wir das erstmal so. Ich werde dann jetzt mal
die Milz verbraten. Wir können jetzt mit Brot arbeiten. Dann haben wir noch mal was und fangen mal alles weg. Dann haben wir da. Ist zwar trotzdem nicht gerade platzsparend. Aber egal. Egal. Bin ich 31. Können wir noch ein bisschen. Ja. Dauerhaft gedrückt halten bringt nicht viel. Das ist ja genau. Ja, zack. Noch ein bisschen. Nehmen wir die. Die sind auch nicht reif. Da ist noch einer. Ja. Klasse. Jetzt zurück zur Kiste. Zum Quarten. Da ist er schon. So, schauen wir mal. Hier laufen Schweine rum, ne? Super. Der Leder hätte auch gebrauchen können. So. Ja, passt. Mach voll. Keine. So. Und rein damit, alles rein. So, die Schweine brauchen wir sowieso nicht. Okay, dann nehmen wir nochmal den Rest wieder mit. Nicht alles wieder. Ja, hat er mit der Hand abgehauen. So. Okay. Machen wir erstmal wieder die Taschen leer. Brauchen wir nicht. Yellow Clay brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Alles wegen Hochklettern. Was man so in den Taschen dann wieder sammelt. Ne? So. Den Rucksack packe ich hier hin. Brot haben wir jetzt erstmal. Einmal das Wind in den Rucksack packen. So. Das kommt hier hin. Essen können wir auch gleich was. Na? Habe ich die nicht weggeworfen? Dafür ist noch alles drin. Panik. So, der dahin. Das mal da. Und das Bett. Wo können wir es hinstellen? Da. Gute Nacht. So, dann geht's morgen wieder weiter. Da mache ich wieder eine kleine Unterbrechung. Und ja, erstmal den Weg finden. Moment, wir sind von da gekommen. Zack. Lacken auf unserem Weg, genau, von dem Hügel dort. Und dann geht es da weiter. Okay, dann sag ich mal wieder bis später.
Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir wieder zurück. 2 Tage sind vergangen und ja, wir kamen von da aus dem Dickicht, mussten da durch den Dschungel und hatten nichts gefunden. Das war auch alles ziemlich eng und es war alles nicht so schön, also war keine gute Gegend. Jetzt sind wir hier gelandet und wir müssen da weiter geradeaus, also nach dem Plan, immer den Blöcken hier lang. Mal gucken, wie das wird. Hoffentlich finden wir bald ein neues Secret. Ein schönes Dorf. Die Gegend sieht auch nicht schlecht aus. Aber hier kann man so schlecht bauen, weil es so steil ist. Na gut, okay, dann geht's jetzt weiter. Dann bis gleich. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, super. Hier haben wir was gefunden. Von da sind wir gekommen. Ja, und viel erlebt. Ja, meine Herren, was war ich sauer bei der letzten Runde. Nach der letzten kurzen Unterbrechung, da bin ich weitergelaufen, bis es wieder abends wurde. Und ja klar, was habe ich? Das Bett vergessen. Vergessen oder fallen gelassen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall, ja, war es weg. Super, denke ich, ja, machst du mal eben schnell ein neues, stellst du dir die Crafting Table hin und ich hatte nur eine Wolle. Naja, habe ich gedacht, okay, was jetzt? Gehst zurück? Ja, gehst zurück, ist nur ein kurzes Stück, gehst ein Stück zurück. Ja, guck nach, ist natürlich nichts. Findest das nicht wieder, ne? Findest das Bett nicht wieder? Hab das wahrscheinlich fallen lassen oder sowas, keine Ahnung, auf Q gedrückt und dann war es weg. Ja, denke ich so, okay, dann wieder suchst ein paar Schafe und Crafting Table habe ich vergessen. Da war ich ja wieder sauer. Meine Herren, richtig angepisst. Okay, dann bin ich weiter, habe gedacht, okay, machst das jetzt, holst ein paar Schafe, hab mir dann eine Schere gemacht. Mal gucken, ja, hier, da ist die Schere und hab dann versucht, ein paar Schafe zu finden. Ja, war wieder nichts. Da laufe ich die ganze Zeit durch die Gegend. Lauf, find überall Schafe, find Kühe, Schafe, Schweine, alles. Und dann, wenn du Schafe brauchst, findest du keine Schafe. Da bin ich jetzt mal ein ganzes Stück gelaufen und hab nach Schafen gesucht, bis ich dann endlich mal welche gefunden habe. Hat eigentlich eine ganze Zeit gedauert, aber naja, zum Glück, ich habe nachher welche gefunden. Und dann erstmal gute Nacht und ja, hab die dann geschoben. Kaum war ich damit fertig, stürzt mir Minecraft ab. Meine Herren, ehrlich. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder dabei. Wir haben wieder ein Bett, wir haben wieder ein Crafting Table und sind dann ein ganzes Stück weitergelaufen. Kam von da, wie gesagt, und hab das hier gefunden, hab da oben schon so ein bisschen die Villager gesehen. Hier was Schönes gefunden. Ich wollte aber jetzt. Die Ecke hier gefällt mir ganz gut mit den kleinen Tälern. Aber das Problem sind die Bäumchen. Das sind alle so Furzbäumchen. Und wenn du jetzt neue anpflanzt, kriegst du hier so nur so Oakwood-Dinger. Denn ich habe mich mal auf der Wiki-Seite nachgeschaut. Hier ist nichts. Nix. Okay. Oh, schöner Stall. War da was? Nee. Jute. Ah, Jute können wir gebrauchen. Oh, Jute können wir gebrauchen. Jute können wir Jute brauchen. Habe ich mal auf der linken Seite umgeschaut und festgestellt, dass. Kann man eigentlich Heu auch gebrauchen? Nee, ne? Momentan noch nicht. Für die Pferde ja, später. Und ja,
Wir sind hier mit dem kleinen Hügelchen, das ist wohl das Chaparral, also dieses Buschland, Dickicht oder sonst irgend sowas. Und da wachsen die Bäumchen nicht so groß. Die wachsen nur so klein und brauchen ewig lange, bis die mal gewachsen sind. Also für eine ganz lange Zeit musst du dann warten, bis diese useligen Dinger da gewachsen sind. Das ist also echt eine Herausforderung, die da genügend Holz zusammenzukriegen, um irgendwas zu bauen. Und ja, das wollte ich jetzt nicht fürs Let's Play machen. Also, denke ich mal, wir können aber weiterziehen. Ich werde jetzt noch nicht jetzt bei jedem Dörfchen unterbrechen, sondern einfach, also ich plündere die jetzt aus, hole mir das, was ich brauche, ein paar Samen und guck mal, ob die einen Schmied haben, ob da was in der Kiste ist. Und dann gehe ich weiter. Und ich hoffe, das dauert nicht so lange. Das wäre toll, ne? Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Also wie gesagt, ich blende die nur aus. Nehme mir da ein paar Samen mit, wenn was Interessantes dabei ist. Ich sage euch dann Bescheid, was ich mitgenommen habe, was ich gefunden habe. Und ja. Dann unterbreche ich das jetzt hier wieder. Und wir sehen uns gleich, wenn ich nicht sterbe, gleich wieder. Okay, dann bis später. Ciao, ciao.